das Bild. Schön, ne? Ja, ja, ja. Freue mich, dass so viele gekommen sind. Also großartig, toll. Der Bonbonladen ist nicht beleuchtet drin, habe ich gesehen. Wir haben uns gefragt, sind die Bonbons eigentlich echt? Ja, die Bonbons sind echt, können heute sehr gerne mal verkostet werden. Oh, ich habe ehrlich gesagt mich gefragt, ob ich eins nehmen kann. Hätte ich mich nie im Leben getraut, weil man kann sich ja die Studios angucken, ist alles abgesperrt und ich glaube, es ist auch nicht gedacht, dass man da mit den Fingern reingeht, sondern man kann sich das angucken und soll es möglichst so lassen, wie es war. Ne? Ja, also der ein oder andere kann sicherlich, nicht mit den Fingern rein natürlich, aber wenn man was anreicht, dann kann man schon mal probieren. Ne? Das geht schon. Sehr lecker. Was denn? Sie sind sehr lecker, ich habe sie gegessen. Werden die denn wirklich, Gerrit, werden die wirklich selber gemacht bei euch? Oder wir können ja jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist keine Kamera an und es ist auch, glaube ich, Andreas ist, glaube ich, auch... Also es ist so, wenn ich Drehschluss habe, dann gehe ich nach Hause und dann binde ich mir die große rote Rosenschürze um. Und dann wird noch bis nachts um 12 Bonbons gemacht. Ja, logisch. Hat jemand was anderes gedacht? Was sagt die Gewerkschaft dazu? Wie bitte? Was sagt die Gewerkschaft dazu? Ja, die sind schon ein bisschen ärgerlich, aber wir schaffen es. Ja, du, für dich gilt ja die Mucker-Gewerkschaft, ne? Die Mucker-Gewerkschaft? Ja, die Musiker-Gewerkschaft, oder? Ja, und? Was? Die ist in Ordnung. Ja, die ist in Ordnung. Muckst du auch noch abends nach Drehschluss oder spielst du noch, machst du noch Musik? Oder? Nein, ich meditiere jetzt. Mit irgendwelchen Zusatzstoffen, die man einatmet, oder? Ja, ich hole mir dann die Bonbons von ihr. Ah, okay, super. Wir haben ein Geburtstagskind. Das ist der Björn. Wo ist er? Wo ist er? Da! Björn! Ich sage erstmal vorweg herzlichen Glückwunsch. So, das ist erstmal das nur für die Akten. Wir haben das und dann brauche ich übrigens ja und dann kommt zwei Lieder und dann wollen wir gemeinsam singen. Das ist ja klar, was wir singen, weil wir ein Geburtstagskind haben. Das ist relativ einfach. Wir wollen Happy Birthday singen. Ich würde es gerne einmal mit euch proben. Einmal brauche ich einmal einen kurzen Check, ob ihr überhaupt alle da seid. Zicke, zacke, zicke, zacke. Oh, ja, läuft. Also ich sehe, ihr habt wirklich richtig Bock mitgebracht. Ihr wollt mit uns feiern. Und jetzt wollen wir es einmal nur kurz ansingen. Nur die erste Strophe von, es gibt glaube ich nur eine. Die geht ja ganz einfach. Happy Birthday to you, Happy Birthday und so weiter. Wir machen es einmal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Björn. Happy Birthday to you. Oh ja, fantastisch. Wie ist das für dich? Ich meine, ein so schöner Tag hier in Lüneburg, direkt vor den Studios der Roten Rosen, ein Fan-Tag. Wie erlebst du das? Na, jetzt habe ich ja gerade erstmal den Anfang erlebt. Ich hoffe, dass noch ganz viel folgt. Also jetzt geht's ja erstmal richtig los, denke ich, oder? Was können die Leute denn hier sehen auf dem Fan-Tag? Ich glaube, es gibt nachher ganz viele Stände. Da werden wir auch teilweise hinter den Ständen stehen und was verkaufen. Ein bisschen, dass die Leute uns auch persönlich kennenlernen. Dann gibt es eine große Autogrammstunde. Da kann man mit den Leuten ins Gespräch kommen. Es können Fotos gemacht werden. Dann kommt noch ein Schlagersänger, der wird hier auch singen. Das ist ein bekannter Schlagersänger. Das wohl ist. Man sagt so, dass er bekannt sein soll. Onkel Jürgen, ja. Onkel Jürgen ist es. Der Onkel Jürgen aus Mallorca. Und was gibt's noch? Es gibt viel Essen, Trinken. Ja, was gibt's dann noch? Und deine Bonbons darf man probieren. Ich glaube, das dürfen wir nicht so laut sagen, sonst haben wir morgen nichts mehr zu drehen. Aber was darf man noch? Was darf man noch? Was darf man noch? Ich glaube, es werden noch Requisiten bzw. Klamotten uns versteigert. Ne? Genau. Ja, das ist natürlich eine super Sache. Und jetzt darf man singen. Denn wir haben ein Geburtstagskind. Denn Björn Bugri, der hat als alias Tillmann Oberberg, hat Geburtstag. Aber er hat in echt Geburtstag. Und deswegen werden wir jetzt noch mal ein schönes kleines Ständchen singen mit allen. Mit den, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Menschen vor der Bühne, aber auch mit den kompletten Schauspielern hier auf der Bühne. Das ist das schöne Geburtstagständchen für Björn. Bitte! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Dankeschön. Danke. Ich bin überwältigt und ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, weil allein hätte ich diese Riesenfete nie stemmen können. Danke, Studio Hamburg, danke, Rote Rosen, danke euch. Die Fans und die Stars der Roten Rosen.